Stefan, du bist ja sowohl Graphic Recorder als auch Illustrator und hast das Kapitel mit den Bildwelten hier in dem Buch Picablo Posters gemacht. Und du bist Graphic Recording Trainer im Modul Graphic Recording von unserem Visual Facilitator Curriculum. Richtig. Jetzt fragen uns die Leute ja häufig, soll ich dieses Modul buchen? Ich möchte auch so tolle Bildwelten lernen und für meine Arbeit benutzen, aber ich will gar nicht Graphic Recorder werden. Mhm. Ist dieses Training für mich als Trainer, Moderatorin, Facilitator überhaupt das Richtige? Ich denke schon, dass man da ganz viel lernen kann, auch wenn man nicht professioneller Graphic Recorder werden möchte. Aber man kann viel mehr von den professionellen Graphic Recording Methoden und Wissen, was wir haben, ganz viel in die eigene Praxis mitnehmen. Als Facilitator, als Trainer und in den eigenen Workflow. Das heißt, ich könnte jetzt zum Beispiel, wenn ich so einen Workshop-Tag habe mit einer Gruppe, ein Plakat vorbereiten im ersten Schritt, dann habe ich ganz viel Platz, wo ich die Inhalte ja live oder nach so einer Arbeitsphase einfügen kann. Zuhören und gleichzeitig mitvisualisieren spielt natürlich eine Rolle, aber ich kann das dann doch in meinem eigenen Tempo machen. Du kannst es in deinem eigenen Tempo machen, in Echtzeit mit den Methoden, mit den Picablo-Techniken, auch Zeichentechniken, kannst du am Ende in einer Live-Situation auf einem großen Format die Sachen dokumentieren und ja, du arbeitest wie ein Graphic Recorder, aber quasi. Du brauchst nicht diese grafische Vorbildung und die ganz Schnelligkeit. Genau. Also, wenn du jetzt Lust auf das Training hast, keine Angst, es wird dich nicht überfordern. Du kannst in deinem Tempo arbeiten und Graphic Recording für deine Arbeit so nutzen, dass es genau für dich passt.